Wir von Shoutout haben in der letzten Woche verschiedene Personen zu ihren morgendlichen Routinen im ÖV befragt. Vor allem sind wir auf die Handynutzung eingegangen im Laufe der Fragen. Und jetzt seht ihr hier die Story, die repräsentativ ist für alle Befragten. Heute Morgen bin ich eigentlich jeden Tag zur Arbeit gefahren. Alles war wie immer, außer das Wetter. Das hat mich richtig genervt heute. Es war mühsam, weil es hat geschneit, es war kalt draußen, es war nass. Und ja, immerhin war der Verkehr pünktlich, also Bus, Tram, Bahn. Ich musste nirgendwo warten. Und sonst war ich relativ viel am Handy. Also ich kann mich nicht so genau daran erinnern, was sonst noch passiert ist. Manchmal, wenn ich so außerhalb meiner Routine bin und die durchbreche irgendwie, weil ich zum Arzt muss oder ja einen anderen Termin um die Uhrzeit habe, dann gucke ich mich einfach auch mehr in der Gegend herum und bin mir bewusster, wo ich bin. Ich schaue auch mehr auf Google Maps nach, anstatt auf der SBB-App, was ich sonst mache, wenn ich zur Arbeit fahre ab und zu, um den Weg zu wissen. Und ja, das Handy ist einfach auch super praktisch, vor allem für Kurzstrecken wie gemacht. Das ist eigentlich der PC für unterwegs und am meisten nutze ich dann, wenn ich im Bus sitze oder so, nutze ich mein Handy für WhatsApp zum Beispiel. Ich kann viel chatten oder Termine organisieren, einfach schon mal ein bisschen planen wieder. Und was ich immer mache morgens, ist die News angucken, also damit ich up to date bin, einfach was passiert in der Welt. Und das mache ich ab und zu auch mal oder eher selten auch über Twitter, aber sonst nutze ich eine App dafür. Ja, ich weiß, also eigentlich nutze ich das Handy schon recht viel, wenn ich unterwegs bin. Manchmal fragt man sich, ob das so sozial anerkannt ist, weil man hört doch recht Leute auch dagegen reden, dass alle immer am Handy sind. Aber ich denke, wenn man jetzt morgens in der Bahn unterwegs ist oder sonst im öffentlichen Verkehr, ist das doch okay. Früher war das auch nicht anders, denke ich, wenn man ein Buch oder Zeitung in der Hand hatte und mobil unterwegs war. Manchmal ist man einfach gerne isoliert, vor allem am Morgen. Und es ist auch einfacher, nicht zu reden, als zu reden. Und klar, unter Freunden würde ich sagen, geht es gar nicht, die ganze Zeit am Handy zu sein, aber in der Bahn ist man alleine. Wenn auch du Millennials wirklich verstehen willst, dann komm zu uns. Schaut!